Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Käse mehr. Oh Gott. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier begonnen, die Bilder einzulegen, nachdem wir sie endlich gefunden haben und den Weg durch diese blöden Türen. So, du musst ja was tun, dass du mit den Bildern machen kannst. Ja, das hatten wir doch in dem letzten Raum nicht mehr. Bin ich mir ziemlich sicher, ne? Das, ich habe ja gerade, ja, ich hatte gerade erst aufgenommen, die letzte Folge. Genau, das heißt, ich würde sagen, das Bild hier liegt an der richtigen Stelle. Das mit dem Pfeil war das, glaube ich, ne? Und da die uns jetzt hier durchschicken und sagen, hier, du musst dich in diesem Raum weiter umschauen, bin ich davon sehr überzeugt, dass es verkehrt ist, was wir da hingelegt haben. Das mit der Träne, das nehmen wir uns also wieder mit. Und dann stiefeln wir mal weiter zu den anderen Bildern, beziehungsweise zu den anderen Stellen, wo die Bilder eingesetzt werden müssen. So. Ja. Mission gescheitert. Das heißt, wir müssen nochmal hier lang, ne? So und da lang müssen wir. Ist es manchmal ein bisschen komisch. So, dann mussten wir, glaube ich, ja, uns einmal im Kreis drehen. Ist immer total vorteilhaft. So, da können wir schon mal eins aufheben. Falls denn das falsch sein sollte. Feuer, aber das scheint richtig zu sein, wenn uns der Pfeil nämlich hierhin bringt. Müssen wir, also scheint Feuer mit Mond zu stimmen. Und dann habe ich nur die beiden vertauscht, das mit denen, wo die zwei Augen sind an der Wand. Vielleicht hat das mit dem Beobachten zu tun, was ich eigentlich gelesen habe mit dieser Zeichnung. Der Junge, die Männer. Ach, ich zeige euch das einfach. Ich glaube, ich weiß. Ihr wisst sonst nicht, was ich meine. Ich habe ja gedacht, das wäre ein Hinweis gewesen, weil hier auch eine Blume ist und da stand, der Junge weint, die Männer beobachten uns. Dann könnte natürlich das hier auch ein Zeichen für die Männer beobachten uns bedeuten. Und deswegen hier das Weinen anstatt das Auge aufheben. Und dann die Tränen. Und dann an die Bilder, an die erste Stelle, wo wir das mit den Tränen aufgesammelt haben, müsste dann das Auge hin, da das Bild mit dem Mann gelegt werden müsste. So, verwenden. Genau, wir sind hier richtig. Oh, bitte lass dich wieder irgendwas Komisches passieren. Kriegt hier echte Zustände. Manchmal hat man das Bedürfnis, einfach die Augen schließen zu wollen und sie zuzulassen. Zuzulassen. Irgendwie war der Satz gerade sehr eigenartig. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh, danach spiele ich auf jeden Fall noch eine Runde so Whisper Bird. Das könnt ihr wohl wissen. Aber was Schönes, Lustiges zwischendurch. Hier. Hier ist ja ein Mann, deswegen vielleicht auch das Auge. Weil das Auge ist das irgendwie ziemlich das Einzige, was ihr aus diesem Bild überhaupt erkennen könnt, was hier drüber hängt quasi. Verwenden. Oh Gott. Okay, es ging von alleine. Ich mache nichts. Ich will das nicht. Okay. Okay, ich glaube, das war jetzt einfach nur ein Hinweis, dass wir da zu diesem Schacht müssen. Juhu. Bin total begeistert. So, hier muss es da wieder zurück, ne? Auf die Seite, genau. Lalala, und irgendwas Schlimmes wird passieren. Ach Gott. Es ist schon so viel Schlimmes hier passiert. Kommt das jetzt schon? Ah, ich will nicht da durchgucken. Hineingehen ist ja noch viel schlimmer. Okay, da ist eine Uhr. Müssen wir die jetzt so stellen, wie wir das gesehen haben? Das war 2:55, das habe ich mir gemerkt. Diese Uhr scheint irgendwie mit etwas anderem in Verbindung zu stehen. Wenn ich die Zeiger bewege, könnte vielleicht etwas passieren. Ach, Zeiger bewegen, ja, was soll man auch anderes tun? Uhrzeiger auswählen. Ich will den hier. Funktioniert super, die Auswahl. Hä? Oder muss ich das so machen? Ah, ah. Okay, ich klicke mal, wie machen wir das jetzt? Ja, das war schon mal großartig. Ja. So, Uhrzeiger auswählen.
fünf nach halb drei war das. Und der stand so. Das habe ich mir gemerkt. Oh, es ist wieder offen. Wir kommen wieder raus. Liegt hier noch was? Nö, ne? Nö. Also wir können uns ja auch hier nicht weiter drehen. Wir können nur wieder zurück zur Uhr oder zum Schacht. Oh Gott, ich will nicht. Ich ahne Furchtbares. Oh, beim letzten Mal bin ich schon so zusammengeschreckt. Das war der falsche Weg. Scheibenkleister. Ey Leute, ernsthaft, es tut mir leid. Ey, ich will das Let's Play nicht strecken. Wirklich nicht. Oh. Ich weiß nicht, macht der. Wie heißt das jetzt? Oh Gott, ich habe das Wort vergessen. Egal. Vergessen wir einfach das, was ich sagen wollte. Macht der Gewohnheit. Ha, da ist es. Oh Mann. Warum ist der Gang so lang? Der sitzt sich erst versperrt, oder? Was? Ja, was ist das immer für eine Frage? Wir haben doch nichts anderes zur Auswahl. Die Tür und wir können zurückgehen. Die Tür wird doch nicht offen sein. Jetzt sind wir ja wieder hier. Was zum Kuckuck? Okay, hier waren wir am Anfang irgendwie mal. Ich weiß. Oh Gott. Das war doch unser Zimmer da. Wo wir drinnen waren. War das nicht die drei? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier rausgekommen sind. Okay, aber da können wir irgendwie nicht mehr lang. Die ist immer noch verschlossen. Okay, da können wir Geräusche hören. Versucht jemand mit mir zu kommunizieren? Oh, geht jetzt dieser Spalt auf? Oh. Ich wusste das, Mann. Warum bin ich so ein Schisser, ey? Alter, wer bist du? Was bist du? Okay. DK ist mehr. Ja. Das war also Ende der ersten Episode. Ach du meine Güte. Alter Schalter. Ja, wir lassen das jetzt mal runterlaufen, ne? Oh. Mein Herz. Echt, eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Aber wenn man ein Schisser ist wie ich, ist das schlimm. Ganz furchtbar schlimm. Und schlimmer ist es, wenn ich mich erschrecke, obwohl ich weiß, dass was passiert. Das ist ganz furchtbar. Ich hasse sowas. Gut. Ich glaube, ich werde mich mal jetzt ausblenden und euch hier in Ruhe die Credits runterlaufen lassen. Und ich werde wahrscheinlich auch gar nichts mehr jetzt sagen, denn ich denke, es ist alles gesagt. Wenn ihr wollt, lasst mir einen Kommentar da. Es geht natürlich in der nächsten Folge hier weiter mit Episode 2. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid, ne? Und in dem Sinne sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht es gut!